Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Failplay. Ich meinte Gameplay natürlich. Ich hatte jetzt längere Pause, weil es aus gesundheitlichen Gründen leider nicht ging, solche Sachen aufzunehmen. Ja. Ich hoffe, in nächster Zeit komme ich wieder mehr dazu. Und ja, wir spielen jetzt Erdkonflikt Vietnam, wie es oben links steht. Ob das Ding was kann, mag ich mir stark bezweifeln. Geschwindigkeit, nehmen wir die langsam rennen. Ja, ich bin Hubschrauber, Flugzeugpilot, whatever. Ich kann das in gar keinem Spiel. Daher, aus zweierlei Hinsicht, Failplay. Ja, mal gucken, ne? Mein Ruder reagiert nicht vernünftig. Ich muss einen. Oh, ist das schier. Roger, ich bringe mich hinter dir in Stellung. Ich bin auf deiner 6, leite den Check ein. Das ist der rechte Bumper. Was zur Hölle ist der rechte Bumper? Ah, okay. Erinnert mich gerade an Lilith Wars oder Star Fox oder wie es auch immer hieß. Schön, dass ich schon die Hälfte meiner Munition verballert habe. Wir müssen die Dörfer zerstören, die von den Vietcong infiltriert wurden. Bombardieren Sie die besetzten Dörfer, um die Basis der Vietcong zu zerstören und feindliche Präsenz in dem Sektor zu verringern. Wo ist er denn? Bombe abgeworfen. Ziel verfehlt. Ah, wie war das?
Da bleibt vor lauter Freude Spiel fast hängen. Das ist wie Star Fox. Gar nicht gewusst, dass ich so ein Viech bin. Ich muss sagen, die Fliege lassen sich eigentlich ganz angenehm fliegen, aber es ist halt potthässlich. Das ist doch das dritte Mal jetzt die gleiche Sequenz, oder nicht? Flieg wie ein Besoffener. Wo fliegt denn der rum? Hat er rot geleuchtet, warum hat er denn jetzt nicht getroffen? So ist er nicht so anstrengend, Pussy. Yeah, ich habe eine Mission in einem Flugspiel geschafft. Das passiert nicht so oft. Eigentlich lassen sich die Flieger fliegen, wer das am N64 mal gespielt hat, Star Fox oder Lilith Wars.
So hieß der eine Titel in verschiedenen Versionen. Lieber Joe, schade, dass du nicht nach Hause kommen und dich verabschieden konntest. Ich war so stolz, als ich hörte, dass du nach Vietnam versetzt wirst, um unseren Kampf für die Demokratie zu unterstützen. Ich wollte dir die Hand schütteln. Ich habe allen meinen Freunden erzählt, dass mein Bruder in Vietnam kämpfen wird. Manche sagen, wir dürfen anderen Ländern nicht diktieren, wie sie zu leben haben. Aber ich weiß, sie irren sich. Wir tun das Richtige. Mutter sorgt sich um dich und schickt Küsse. Du bist dir doch sicher, dass unser Vater stolz auf dich wäre, wenn er noch bei uns wäre. Gott hat ihn selig. Lisa war gestern hier und hat mir deine alten Schulbücher gebracht. Zoe hat geholfen, aber ganz stolz. Sie hat allen erzählt, dass sie Onkel nie lahmen hilft. Wenn ich mit dem College fertig bin, will ich dir nachfolgen. Aber auf dem Boden. Ich gehe zu den Marines. Pass auf dich auf und vermöbel den Kommunisten den Hintern. Dein Bruder Neil. So richtig amerikanische Spiel, ha? So wie man das jeder mag. Ups. Jetzt haben wir einen Hubschrauber genommen ohne Bewaffnung. Das ist natürlich nicht so intelligent. Ich wollte schauen, ob man die Bewaffnung ändern kann, aber es hat nicht funktioniert. Leider nein. Das loaded im Sause, shit. Warum bieten mir die überhaupt einen Hubschrauber an ohne Bewaffnung? Ah, hä? Okay, jetzt bin ich zwar verwirrt. Um Gottes Willen. Was hättest du gerne von mir? Ich muss okay. Nun kann der keine Saltos, das ist unrealistisch. Linke Stick-Taste. Oh wei, oh wei. Scheint alles zu funktionieren. Setze Mission fort.
Es ist so hässlich. Vietnamesische Panzer konnten die Befestigungen des Dorfs total nicht durchbrechen. Wir haben keine Bodentruppen in der Nähe. Doch um die Verteidigung des Dorfs zu durchbrechen, zerstört unser Cobra-Trupp sie aus der Luft. So angenehm ist, dass er die Höhe hält, sonst hätte ich das Ding wahrscheinlich schon in die Wiese gesetzt. Was zur Hölle ist eine Panzerbüchse? Also ich muss sagen, die Kampfjets haben sich deutlich angenehmer fliegen lassen. Wenn die Umgebung nicht so hässlich wäre, wäre das eigentlich gar kein so schlechtes Spiel. Weil die Sachen sind halt sehr einsteigerfreundlich zu fliegen. Was bei Flugzeug- und Hubschrauberspielen immer ein etwas schwieriges Thema ist, die Spielbarkeit. Ich meine, es ändert nichts daran, dass ich immer nur zu doof bin, um das zu spielen. Denn mir solche Spiele einfach nicht liegen, aber.
Yeah, wieder haben es geschafft. Feindliche Befestigung eliminiert. Es gibt Bomben weg. Und um die Verluste zu minimieren, bieten wir Luftunterstützung für die vietnamesischen Bodentruppen. Ich vergesse immer den zweiten Stick zu drücken, deswegen steht dann die Karre immer und es passiert nichts. Ist nett, dass dir das Spiel ein bisschen hilft zu zielen. Alles klar. Jetzt? Ach, das war schon. Das war easy. Verarscht, man muss ja genau in der Mitte sein. Und jetzt? Thank you.
Jetzt passiert nichts. Wunderbar. Unsere Truppen wurden ungefährdet in der LZ abgesetzt. Wir müssen ihnen Deckung geben, bis die das Gebiet gesichert haben. Oh no. Was? Die ist einfach mal gespawnt. Stell den jetzt so an. Dann die schönen Ladezeiten hier. So. Und damit lassen wir es, glaube ich, auch gut sein.
man hat genug gesehen, wir sind eine Hubschraubermission geflogen, wir sind eine Kampfjet-Mission geflogen. Wäre es grafisch nicht so scheiße, wenn das so tatsächlich ein Flugzeugspiel, was ich mal spielen würde. Weil die Steuerung ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz einfacher Tausender ist, Gamerscore-mäßig. Also wer noch Gamerscores jagt, sollte das auf jeden Fall durchspielen, weil 16er Folge, das es ist. Das, was ihnen lieb ist, zu beschützen und sich daran zu klappen. Ah, okay. Aber die Gefahr des Kommunismus schwebt über uns. Also müssen wir schwere Entscheidungen treffen und sie durchziehen. Welche Folgen sie auch haben, für das höhere Wohl. Das werden die Menschen in der Zukunft erkennen. Sie müssen es erkennen. Schade. Ja, da war ja da wieder gerade so eine total amerikanische Aussage. Ich find's ganz nett, wer noch nie ein Flugzeugspiel gespielt hat oder zu doof ist normalerweise, egal ob das Battlefield oder sonst was ist, kann das da mal anspielen und gucken, wie ihm das taugt. Die Steuerung ist sehr, sehr einfach gehalten, dass sogar ich sie verstanden habe. Ja, wer mich sonst Hubschrauber fliegen sieht, weiß, was das bedeutet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, wir hören uns in nächster Zeit wieder öfter. Und sag mal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Domi.